Hallo, Tom. Was können wir heute für dich tun? Oh, Junge. Eine Geburtstagsüberraschung? Charlie, Ethan, Edgar. Klein Amber hat Geburtstag und Tom möchte, dass ihr am Geschenk mitarbeitet. Habt ihr Lust mitzumachen? Großartig. Tom, was ist unsere Aufgabe heute? Oh, eine Geburtstagsburg. Sehr cool. Der Bautrupp ist mit von der Partie, Tom. Auf geht's, Truppe. Das ist der perfekte Platz für Klein Ambers Überraschung. Also, dieses Projekt kann ein bisschen heikel sein, Jungs. Ihr müsst als Team zusammenarbeiten, damit Klein Ambers Geburtstagsüberraschung hier wahr werden kann. Okay, Truppe, das müssen wir alles schaffen, um unsere Mission zu erfüllen. Erster Schritt, wir bauen das Fundament des Turms und befestigen das erste Teil der Rutsche. Zweiter Schritt, wir befestigen den zweiten Teil des Turms und den zweiten Teil der Rutsche. Dritter Schritt, wir befestigen den oberen Teil des Turms und den letzten Teil der Rutsche. Wow, da haben wir eine Menge Material zu verbauen. Dann fangen wir mal an. Als erstes müssen wir die Stelle ausbaggern, wo das Schloss hin soll. Wer kann das übernehmen? Gut gemacht. Okay, dann platzieren wir mal das erste Teil. Gut gemacht, Charlie. Großartige Arbeit. Jetzt kommt das erste Teil der Rutsche. Ach du liebe Güte, es sieht so aus, als hätten wir die Schrauben vergessen. Alles klar, dann befestigen wir mal die Rutsche. Charlie, hol doch schon mal den nächsten Teil der Rutsche und das nächste Turmstück. Alles klar, jetzt fehlt nur noch ein Stück vom Turm. Oh, es sieht so aus, als wäre dieses letzte Teil zu schwer für Charlie. Oh, ich weiß, wer Charlie helfen könnte, das anzuheben. Wir rufen Hector, den Helikopter. Hey Hector, der Bautrupp braucht deine Hilfe. Kannst du zu dem Platz hinter dem Krankenhaus kommen? Danke, dass du gekommen bist, Hector. Charlie kann dieses letzte große Stück nicht alleine anheben. Kannst du ihm helfen? Großartig. Hector, nimm das letzte Teil an den Haken und stelle es oben auf den Turm. Jetzt müssen wir nur noch alles zusammenschrauben und den letzten Teil der Rutsche montieren. Perfekt. Was meinst du, wohin gehört die letzte Schraube, Edgar? Habt ihr eine Ahnung, Jungs? Oh, ich bin sicher, du findest den richtigen Platz, Edgar. Perfekt. Klein Ambers Geburtstagsschloss ist fix und fertig, Truppe. Hervorragende Arbeit. Das Schloss sieht großartig aus.
Überraschung, Klein Amber. Herzlichen Glückwunsch. Na, gefällt dir dein Geburtstagsgeschenk? Fantastisch. Es freut uns, dass es dir so sehr gefällt. Gut gemacht, alle zusammen. Ihr seht, wir können alles schaffen, wenn wir als Team zusammenarbeiten. Und vielen Dank nochmal für deine Hilfe, Hector. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Der Bautrupp. Hallo Ethan und Edgar. Kauft ihr einen Geburtstagskuchen für Charlie? Wow, Carrie. Alle lieben deine Kuchen. Muss ziemlich hart sein, da hinterherzukommen. Großartige Idee, Edgar. Eine Kuchenbackmaschine wäre wirklich eine große Hilfe für Carrie. Los, holt euch die Werkzeuge, die ihr dafür braucht. Habt ihr Hunger? Dann fangt mal besser schnell an. Wir beginnen mit dem Podest. Dafür brauchen wir ein Fundament. Ethan, wenn du die Stangen hältst, kann Edgar sich um die Schrauben kümmern. Um das Dach an seinem Platz zu montieren, muss jeder mit anfassen. Gut gemacht. Edgar, kannst du dich um das Förderband kümmern? So ist es super. Jetzt musst du noch schauen, ob es wirklich gerade ist, damit nichts vom Förderband runterfällt. Charlie, kannst du bitte die Spritzdüsen für den Teig anbringen? Gut. Jetzt muss nur noch der magische Ofen montiert werden. Damit kann Carrie viel mehr Kuchen in noch kürzerer Zeit backen. Jetzt fehlen noch die drehbaren Platten für Glasur und Schlagsahne. Jeder mag Glasur und Schlagsahne. Pass auf, dass wirklich alles gut montiert ist, Charlie. Wollt ihr es ausprobieren? Oh nein, Charlie, der Glasurspender ist zu locker. Die Glasur fliegt ja überall herum. Du bist so nachlässig, Charlie. Beeil dich lieber, diese Schrauben noch mal richtig anzuziehen. Da habt ihr wirklich großartige Arbeit geleistet. Ihr arbeitet toll als Team. Los, wir rufen Carrie. Na, das klappt jetzt ja super, Carrie. Das ist aber mal ein großer Kuchen. Ist das ein Dankeschön für den Bautrupp, weil sie dir die tolle Maschine gebaut haben? Gratulation zu einem weiteren erfolgreich abgeschlossenen Bauprojekt, Jungs. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns.